Hallo, meine lieben Friends. Weiter geht's. Das mache ich die ganze Zeit richtig. Meine Fresse halten. Wieso? War gut, ist gut. Der Seewolf behält alles genau im Auge, bei dem es sich um Nahrung handeln könnte. Manche Haie sind Plünderer, die wahllos alles konsumieren, was auch nur annähernd essbar erscheint. Ein Blick auf die Küste bedeutet zu erkennen, dass die Grenze zwischen Meer und Land vergänglich und alles Leben auf der Erde nur ein kosmischer Unfall ist. Ja. Wenn man einmal akzeptiert, dass unsere moderne Industriekultur nur eine von vielen ist, die Aufstieg und Fall erlebten, kann man unserem unvermeidlichen Zusammenbruch gelassen entgegensehen. Ein Tag am Strand ist ein Sommerritual, welches ohne viel Sonnenschein. Der Bullenhai demonstriert, wie wichtig es ist, genug Mineralien zu sich zu nehmen. Die Menschen haben weniger als 5% unserer Ozeane erforscht. Somit gibt es noch unzählige Schätze, die darauf warten, von uns entdeckt zu werden. Aber ja, fast alles. Killerwahl. Gehen wir zum Killerwahl und killen den, damit er nicht mehr Killer ist, sondern ich Killer bin. Dann hat er nur noch Wahl als Titel. So funktioniert das Spiel. Der Killerwahl wird gekillt und wird zum Wahl. Und ich bin der Killerhai dann. Entlang der 78 Meilen langen Küste von Blanchard County gibt es 35 Meilen Sandstrand, von denen selbst nicht im Besitz.
Besitz von Ressourcen. Ein schwarz-weißes Tier greift an. Der Orca. Wow, 40. Holy Schmoly! Chamboli, warte mal, ich muss ganz kurz was essen, bin gleich wieder da. Chamboli, was los? Die Hauptattraktion von Lira im Park. Jetzt haben sie noch einen neuen Lieblingstrick. Töten. Wochen, bis unsere Crew das Vertrauen der Haifischjäger erlangt hatte. Um sie davon zu überzeugen, dass wir keine Ermittler einer Versicherung sind, die ihre Invaliditätsansprüche in Frage stellen. Ich habe drei dieser Schwertwale dort bei Fischfingers gefangen. Man könnte sagen, dass ich ein wirklich gutes Auge für Talente habe. Aber Twila muss wirklich in der seinen Zähnen langsam durch den salzigen Ozean aufgelöst. Die Küstenerosion betrifft derzeit über 70% der Sandstrandgebiete der Welt. Familienmitglieder, die von Haien gänzlich oder teilweise gefressen wurden. Ja.
Oh, hallo, wen haben wir denn da? Captain Robert Brunlett. Robert Brunlett. Zeig ich dir mal Brunlett hier. Kein Wunder, denn wenn ich will, zerstöre ich euch alle. Zerstöre ich alle. Und eure Dreckschiffe. Was? 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 Okay, bin dann mal kurz weg. Kein Bock mehr. Ihr seid nicht auf meinem Level. Geht mir aus dem Weg. In Alarmbereitschaft versetzt. Ich lass mal die Suche ausklingen, bin gleich wieder da.
think we're gonna make any more headway today. Still und leise endet auch diese Kopfgeldjagd. Okay. Ich habe gedacht, dass wir uns jetzt vertragen haben, ja. Clovis sein Schurkenhai-Weibchen völlig vergessen hat. Vorerst. Man muss 3 Stunden trainieren und $8 bezahlen, um ein offizieller Haifischjäger zu werden. Aber nur wenige Leute interessieren sich für die Formalitäten. Die Griechen glaubten, dass König Poseidon die Gewässer beherrschte, während sie hier in Prosperity Sands von Luxury Leisure Groups International regiert werden. Was für ein International? Luxury Leisure Groups hat auf den Anstieg des Meeresspiegels mit dem Import von 285.000 Tonnen Sand reagiert. Tendenz steigend. John Singleton Copleys berühmtes Gemälde Watson und der Hai gesehen hat, weiß man, dass Copley keine Haie malen konnte. Da das Gelände der Golfküste relativ flach ist, kann schon ein geringer Anstieg des Meeresspiegels einen immensen Landverlust bedeuten. Yeah.
Unter Gen 23 kurbelt gewiss das evolutionäre Wettrüsten an. Es ist zwingend notwendig, dass wir die maximalen Ressourcen verbrauchen, bevor die Apokalypse denkt. Das Haiweibchen kehrt wieder einmal in seinen Rückzugsort ein. Hochkrempelt, um zum Gegenangriff aufzuholen. Wir hatten durch diese ausgelaufenen Öltanker ein paar wirklich schlimme Fischverluste, aber man kann nicht bestreiten, dass sie der Wirtschaft eine Menge Geld bringen. Geh mal wieder zurück und entwickel mich. Mit Abschreckungsmaßnahmen. Aber die Menschheit ist letztendlich nicht in der Lage, die Vergeltung der Natur aufzuhalten. Thank you.
Boah, so schnell. Einfach mal die komplette Gegend. Gesäubert. Dem Haiweibchen läuft die Zeit davon. Denn die Jäger sind bereits mit ihrem Sprengstoff auf dem Wasser. Die Universität schickt jeden Sommer Studenten zum Studieren der Riffe hierher. Wir haben wohl alle unterschiedliche Vorstellungen von Spaß im Sommer, oder? Der Kampf ist vorbei, aber der Krieg geht weiter. Was willst du denn? Was willst du denn? Was ist los? Zwei Discos, runde Treppen und ein Modell-Swimmingpool. Die Chatelaine ist nach wie vor die zweitauffälligste Yacht von Port Clovis. Boah. Ein Orca und ein... Was für ein Wal.
so. Clovis ist der Jagd überdrüssig und der Kampf mit dem Eiweibchen wird verstanden. Und noch ein, geh doch weg, was willst du? Du hast keinen Auftrag jetzt hier. Die Wissenschaft über Haie erzählt, desto mehr Grund haben wir, sie zu fürchten. Enteritis, Kryptosporidiose, Leptospirose. Ich sag dir, Partner, das ist kein Witz. Ist vorbei. Und bei Flamingo Joe's wird es zweifelsohne in der Kasse klingeln.
Ich hab's ja jetzt fast durch, ja. Der Frieden in der Grotte ermöglicht dem Heiligen mit größerer Zuversicht und Effektivität anzugehen. Was? Thank you.
vergessen. Und so endet die Kopfgeldjagd. Seite des knorpeligen Schädels können Hammerhaie potenzielle Beute ausfindig machen. Was für ein Kampf? Ich habe keinen Kampf. Unter den Wahlen. Der Pottwal. Und Level 50. Na? 60? Ja. Aber wenn sonst nichts ist. Die Welt betrieben. Jetzt können wir sie nur aus der Ferne beobachten und davon träumen, den wunderbaren Walrat aus ihren Schädeln zu zapfen. Shark, huh?
Es ist eine weitere erfolglose Haifischjagd. Pete, zeig mir dein neues Schiff. Pete hat ein neues Boot. Es scheint einige Funktionen zu haben, die für die zivile Nutzung wohl nicht ganz legal sind. Oh, Sneaky Pete, was machst du da? Und nun? Pete, ich weiß nicht, was das alles ist, aber du machst uns Angst. Wovor musst du denn Angst haben? Bist du ein Hai? Pete, ich will das nicht, aber wir müssen wohl die Polizei anschalten und eventuell die Küstenwache. Ihr haltet mich für verrückt? Ich bin der normalste Mann, den ihr je gesehen habt. Es war nicht leicht, aber wenn etwas, ein Hai, mir alles nimmt, gebe ich ihm dieselbe Chance, die mein Junge hatte. Keine! Und jetzt, runter von meinem Boot, oder ich töte euch auch. Was zur Hölle? Ich hoffe, ihr habt Hunger. Heute Abend gibt's Haifisch-Etouffee. Pete hat ein beeindruckendes Kriegsschiff gebaut. Aber reicht es für die prähistorische Macht eines Mega-Hais aus? Das weiß ich nicht so. Komm, Pete. Komm. Komm, Pete. Komm. Ja. Wirklich? Oh, okay. Alles klar. Wieder zum Hauptmenü und... Das war das dritte Mal. Die Fluten der Erde bewegen sich konstant um den Globus. Subliminales Ausweichen, feindliche Fische, die 50% kleiner sind als du. Nee. Warte mal. Vorher lade ich mich noch auf. So.
jetzt geht los. Bin ich heute vorbereitet. Los geht's. Ich werde dich richtig schön. Meine hässliche Visage wird mir langsam zu blöd. Brauchen Verstärkung. Trödel jetzt nicht herum. Das scheint echt eine Rekordgröße zu haben. Aber ja, sieht euch das Biest mal an. Das Letzte, was ich tun werde! Natürlich auch eine Möglichkeit. Hier gibt es eine Lektion zu lernen. Darüber, wie die zunehmende Kommerzialisierung der Natur die Menschen auf Kollisionskurs mit einer Umweltapokalypse gebracht hat. Doch dies ist eine einfache Fernsehserie, in der Leute zusehen, wie Haie Menschen und Menschen Haie töten. Also, bis zur nächsten Angelsaison. Das war Shark Hunters vs. Man Eaters. Yes, sir. So. We did it. Glückwunsch, du hast die Hauptstory abgeschlossen, du kannst weiterhin fressen, wachsen und dich weiterentwickeln, echt? Echt? Wie denn? Echt? Das Haiweibchen kehrt wieder einmal in seinen Rückzugsort ein. Welcome to the after party. Hotel Lobby. Okay, ich bin jetzt Level 30. Er hat gesagt, ich kann mich entwickeln. Da stand, ich kann mich entwickeln. Nein, kann ich nicht. Schau, ich mache jetzt Pottwall-Angriff. Jetzt? Immer noch nur Level 30. Das heißt, ich bin fertig. Ja. Damit sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Game. Peace.